heute spielen wir mal den Arm Wrestle Simulator und in diesem Spiel müssen wir mit diesen Gewichten pumpen, dass wir dann am Ende diesen Champion-Boss besiegen können. Für den brauchen wir 916.000 an Stärke und ich bin gerade bei einer Bizepskraft von 28, Leute. Aber ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, das heißt, ich kann mir jetzt erstmal 11 Free-Geschenke beanspruchen und zwar ist das erstmal 100 Stärke, 3 Wins, nochmal 100 andere Stärke, ein Free-Pad, okay, Lava-Schnappen, ein Papagei, gut, ich denke, dass der ganz okay sein wird. Dann hier nochmal ein bisschen Knuckle-Stärke, weil wir haben hier 3 verschiedene Stärken in dem Spiel. Zum einen die Bizeps-Stärke, die trainieren wir hier mit diesen normalen Hanteln. Dann die Handstärke, die man mit diesen Dingern, was auch immer das ist, trainiert. Und die Knöchelstärke, dafür hat man die Sandsäcke. So, aber ich habe jetzt hier noch eine Free-Time-Void-Boost bekommen. Noch ein Free-Pad, die giftige Hydra. Paar Wins, bisschen mehr Stärke, nochmal ein Free-Pad und einen Gold-Boost. Also instant schon mal sehr krasse Sachen. Außerdem habe ich hier noch ein paar Pads mir davor besorgt. Aber jetzt haben wir schon mal kranke Pads mit einem 4,1-fachen Boost. Das Pad hier habe ich gezogen. Übrigens, aus diesem Glücksrad, das ist das 0,01%ige Pad, habe ich gerade davor gesehen. Und ich kann euch mal das einblenden, wann das war. Wir haben aber für den Anfang auch direkt mal ein paar Free Spins und bekommen aus dem ersten Free Spin direkt schon mal das Beste. Und zwar einige Flammen. Nee, ein Glücksbooster. Und aus dem zweiten Spin bekommen wir irgendwas Krasses, bitte. Ja, Beast. Ist das gut? Ich habe ein Flammenbeast bekommen. Ist das krass? Ist das ein Haus? Ja, Flammenbestie. Das ist ein legendäres Pet und hat einen 4,10-fachen Boost. Ihr habt gerade den Ausschnitt aus dem Stream gesehen und da habe ich noch nicht mal realisiert, dass das tatsächlich ein 0,01%iges Pet ist. Das Luck bräuchte ich mal im Pet Simulator X bei den Titanic Pets. Aber jedenfalls hat das einen 4-fachen Boost. Dann die giftige Hydra hat anscheinend 2,5-fachen Boost. Und die andere Flammenbestie, warte, ich habe 2 Stück von denen. Ja, okay, die hat auch einen 4-fachen Boost. Dann habe ich ja 2 von den Pets anscheinend. So, und wenn wir jetzt einmal direkt unsere Hantel benutzen, bekommen wir... Bam, okay. Gut, 80 Bizepskraft dazu. Wir sind jetzt schon bei 1500 Stärke und das sollte schon mal reichen, damit wir hier den Mobber besiegen können. Für den brauchen wir 50 Stärke. Wir machen jetzt so ein Armdrücken-Duell gegen den. Du musst einfach so schnell tippen, wie es geht. Dafür bekommen wir dann einen Sieg und mit diesen Siegen können wir uns ein paar Eggs kaufen. So, wir schaffen, glaube ich, sogar schon den Lehrer hier. Hier, Herr Lehrer. Herr Müller. Ha, keine Chance hast du gegen mich im Armdrücken. Let's go. 7 Tippen pro Sekunde und wir bekommen 5 Siege für ihn. Das nächste wäre dann die Fitnessratte. Da sind 6600 an Stärke empfohlen. Ja, so viel habe ich noch nicht ganz. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf ganz, ganz entspannt hier an den Sandsack und schlagen da ein bisschen rum. Oh, warte, wir können direkt schon hier schlagen, obwohl wir nur 2000 Stärke haben. Ja, dann schlagen wir halt an den Plus-4-Ding hier. Und ich sollte wahrscheinlich auch noch ein paar Boosts hier benutzen, wie zum Beispiel Glücksboost, ja, und Chance auf Hatching Gold Pets von mir aus. Chance auf Hatching Void Pets, was auch immer das ist, den nehmen wir direkt mal. Und hier gibt es auch ein Paket für 2000 Robux, mit dem man 99.999 Boost von allen bekommt. Ja, okay. Das ist, glaube ich, ziemlich okay, OP, aber das holen wir uns jetzt direkt mal nicht, sondern wir schlagen weiter hier auf diesen Sandsack, bis wir dann gleich mal die Fitnessratte erledigen können. Ja, das sollte jetzt eigentlich möglich sein. Wir haben mehr als die empfohlene Stärke, aber bevor wir das machen, machen wir noch einen Glücksspin. Da können wir auch noch ein paar Wins verdienen oder auch wieder so einen Goldboost. Oder wenn wir sehr lucky sind, so ein 0,01%iges Pet. Let's go. Komm, gönn einmal in meinem Leben. Okay, ich habe schon einmal bekommen. Gönn mir nochmal das Pet. Dreifache Wins. Drei Wins. Ist okay. Von mir aus. Dann lass uns zur Fitnessratte gehen und klicken, Leute. Klicken. Ich muss sehr schnell klicken. Das Fitnessstudio, das machen wir fertig. Bam. 25 Siege alleine dafür. Ist auch schon krass. Für den Boss immer noch 916.000. Wir können es ja mal probieren, wie weit wir hier kommen. Ich glaube nicht allzu weit, oder? Oh mein Gott, wie schnell. Junge, hat mir nicht... Junge, hat der mich schnell fertig gemacht. Okay, dafür bin ich noch nicht ganz stark genug. So, und wenn wir den aber auch fertig haben, können wir irgendwann noch raus aus der Schule mit 15.000 Siegen, Leute. Okay, ja, okay. Ich glaube, ich nehme jetzt hier erstmal so eine Handstärke-Hantel. Presst man die dann einfach zusammen oder wie funktionieren die Dinge? Ich habe die ehrlich noch nie gesehen. Ich glaube, die presst man zusammen und das ist dann dafür da, dass deine Unterarme trainiert werden oder so. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Knöchelstärke die krasseste Stärke ist von allen. Ich denke, wir sollten einfach die ganze Zeit hier automatisch auf Knöchel trainieren. Ja, das sieht ziemlich gut aus, wenn ihr das seht. 6.800, 900, 7.100, 200, 300. Ja, wir machen pro Sekunde gefühlt 150 an Stärke dadurch. Das geht übel schnell, weil wir halt auch ziemlich krasse Pets
Pets haben. Und dann gibt es hier theoretisch noch Rebirths. Dafür brauche ich Siege und bekomme, ja, einen 10%igen Boost. Das ist nicht so krass. Ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Vor allem, weil dann, glaube ich, meine ganze Stärke resettet wird oder so. So, ich habe jetzt ein klein wenig mehr Stärke. Wir sind jetzt bei einer Knöchelstärke von 67.000. Das heißt, wir könnten jetzt auch eigentlich schon bei den 5 pro Sekunde Sandsack schlagen. Aber, ja, okay, habe ich anscheinend nicht gemacht. Wir können jetzt jedenfalls schon mal den Mafia-Boss probieren, würde ich sagen. 83.000 empfohlen. Wir haben aber 70,8 Stärke. Das funktioniert. Ich muss einfach nur schnell genug klicken, Leute. Ich muss einfach schnell klicken, dann geht das. So, bam, 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 bam. Seht ihr das? Ich tippe so schnell ich kann. Bam, 8 Tipps pro Sekunde und 125 Siege bekommen wir instant daraus. Okay. Ja, dann lass mal hier so ein Egg öffnen. Hier können wir theoretisch einen 5%igen Elefant ziehen. Und Papagei. Ungewöhnlich. Das ist das schlechteste Pet. Joa. Können wir Pets irgendwie Gold machen oder so? Weil ich habe jetzt schon 3 Papageien. Ja, kann ich sogar. Handwerk in groß. Und der hat jetzt einen 3,09er Boost. Hä? Ja, okay. Safe. Nehmen wir her. Bam, 3,1. Nein, das ist der Affe. Den will ich nicht. Hier, der Papagei. 3,09. Und der ist ein bisschen größer als die anderen. Wir haben einfach ein Huge Pet erschaffen, Leute. Huge Pet im Arm Wrestle Simulator. So, nochmal Mafia Boss. Ich will mir jetzt eins von diesen 750er Eggs kaufen. So, noch einmal den Mafia Boss besiegen. Das ging jetzt echt, echt schnell. Ich glaube, ich lerne mittlerweile schon relativ schnell zu tippen. Das heißt, wir können uns jetzt ein 700er schwarzes Lochei kaufen und haben hier eine Chance auf eine gruselige Katze anscheinend. Komm, gönn ein gutes Pet bitte. Wassermagier legendär. Ist das krass? Ist das krass? 27%iges Pet. Hä, das ist übel gut eigentlich, oder? 7,5-facher Boost. Okay, das ist insane. Hä, das ist ja übel krass. Let's go. Wir müssen einfach nur noch ein paar mehr von diesen Mafia-Bossen besiegen und können übel krasse Pets bekommen. Let's go. Okay, ich bin jetzt bei 1500 an Trophäen. Ich struggle wirklich, gegen diesen Mafia-Boss zu kämpfen. Ich habe wirklich Probleme dabei, gegen den zu gewinnen mittlerweile. Weil ich so abkacke teilweise. Oh, aber ich habe es wieder geschafft. So, okay. Das muss jetzt aber reichen. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach nochmal 2 von diesen Void Eggs, schwarzen Loch Eggs und hoffen auf irgendwas Krasses. Krass, Magier. Episch. Okay, okay. Schlecht, 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 schlecht. Jetzt noch irgendwas Krasses. Jetzt einen normalen Magier. Jetzt ein normaler Magier wäre krass. Komm schon. Gönn einmal. Wieder Wassermagier. Ist trotzdem sehr, sehr stark. Und der Grasmagier hat... Oh, das sind sogar goldene. Oh, 11,25-fachen Boost. Okay, das ist insane. Der Grasmagier ist trotzdem bei einem 5-fach Boost, weil er Gold ist. Wegen diesem Goldboost, der Goldpotion, die ich mir gekauft habe. Junge, okay, wenn ich jetzt meine Knöchel trainiere. Probieren wir es einfach mal aus. Was passiert, wenn ich jetzt meine Knöchel trainiere? Ja, okay, das ist insane. Das ist insane. Gefühlt 3 Schläge und ich habe 1000 an Stärke mehr. Ich mache gefühlt pro Sekunde 1000 mehr. Ja, okay, so schaffen wir den Champion easy. Wir können easy aus der Schule fliehen somit. Und ich finde es auch lustig, wie ich einfach nur die Knöchel trainiere. Und so meine Bizepsstärke ist so bei 1000, meine Knöchelstärke bei 100.000 fast. Meine Handstärke bei so 2000. Einfach nur die Knöchel. Kraft, Leute. Den Rest brauche ich gar nicht, um zu gewinnen gegen den anderen. Und wir haben die 100.000 Knöchelstärke zusammen. Das heißt, wir können jetzt zu diesem Spike-Sandsack. Okay, soll mir das helfen dabei, irgendwie stärker zu werden, wenn ich auf so Spikes schlage? Okay, wenn du meinst, dann mache ich das halt. Ja, klar. Safe. Okay, Leute, ich bin jetzt bei knapp 500.000 an Stärke und ich will jetzt probieren, ob ich es schaffen kann, diesen Champion schon zu besiegen. Auch wenn der 916.000 empfohlen hat, wir haben auch den Mafia-Boss mit weniger besiegt. Ich glaube, wir können den Champion auch so schaffen. Ich werde es einfach mal normal probieren und wenn ich es normal nicht schaffe, dann probieren wir es mal mit dem Autoklicker. Und wenn das nicht geht, dann muss ich wohl wirklich noch weiter trainieren. Aber hier, ich klicke schon echt schnell. Klicke echt schnell, aber es funktioniert. Hä, es geht, es geht, es geht. Ja, Mann. Hä? Wir haben es einfach geschafft. Wir haben den Champion besiegt. Haben instant mal 600 an Siege bekommen. Wir können uns direkt 3 von diesen Eggs wieder kaufen. Oh mein Gott. Und ja, ich glaube, da können wir gleich aus der Schule fliehen. Let's go. Aber jetzt werden sich erstmal 3 Eggs gegönnt. Ein Grasmagier. Episch. Naja. Dann den normalen Magier vielleicht mal. Wieder ein Grasmagier. Okay, dann können wir gleich aber einen auf groß machen. Und jetzt ein Wassermagier wieder. Okay, das ist ganz stabil. Wieder ein goldener Wassermagier sogar. Das heißt, wir haben jetzt nur noch insane krasse Pets hier einfach. Let's go, Leute. Dann wird es Zeit, einfach den Champion weiterhin zu besiegen, bis wir aus der Schule fliehen können, Leute. Nochmal, schaffe ich es nochmal? Boah, ich muss schon echt, echt schnell tippen. Oh mein Gott, warum ist er jetzt schwerer auf einmal? Warum ist er auf einmal schwerer? Der war davor schlechter. Der war davor viel schlechter. Boah, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Der ist zu krass. Der ist zu krass. Hä? Auf einmal macht er gar nichts mehr. Nee, der ist zu krass, Leute. Der ist zu krass. Ich muss einen Autoklicker aktivieren. So, probieren wir es nochmal direkt mit dem Autoklicker. Vielleicht geht's jetzt. Also ich habe jetzt einfach mal deine Hände in der Luft. Und das soll jetzt funktionieren. Ja, also ich klicke jetzt nicht mehr, Leute. Hier, 10 Klicks pro Sekunde. Das habe ich alles manuell gemacht. Ich ganz alleine habe das geschafft. Und direkt nochmal. Du kannst mir gar nichts, Champion. Du kannst mir gar nichts. Ich bin zu gut für dich. Warte, bin ich das? Warte, ich habe... Okay, gut. Ich dachte gerade schon, ich schaffe das nicht mal mit dem Autoklicker. Das wäre
peinlich geworden. Aber wir haben auch wieder ein neues Geschenk und das sind nochmal zwei von diesen Void Boosts, von denen ich immer noch nicht genau weiß, was die machen. Aber okay, ich würde sagen, wir kümmern uns noch einmal um den Champion, dann öffnen wir nochmal zwei Eggs und dann geht's ab in die Schule. Aus der Schule raus. Okay, Leute, was ist das gerade für ein Fight? Schaut euch das an. Junge, wir bekommen den Champion einfach nicht down. Wir sind bei 11,5 Klicks pro Sekunde. Der Champion will nicht down gehen. Vor allem, der Champion hat ja an sich nur 458.000 an Stärke. Das ist sogar weniger Stärke, als wir haben. Und wir klicken schon mit 11,6 pro Sekunde. Geh doch tot. Also, geh down. K.O. Was auch immer. Lass dich besiegen. Er will einfach nicht. Unfassbar. Junge, jetzt aber. Oh mein Gott, hat das lange gedauert. Das waren gefühlt 2 Minuten einfach. Oh. Erster Magier, mythisches Pet, let's go. Und jetzt noch ein gruseliges, oder? Ja, wieder ein Grasmagier, okay. Aber der Magier hat eine Stärke von 9,50. Let's go. Krasses Pet. So, wir brauchen nur noch 150 Siege. Das heißt, nur noch diesen einen letzten Kampf mit dem Champion, mit dem Endboss dieser Region. Und wir haben uns ja 625 Siege verdient. Das heißt, wir können jetzt raus aus der Schule fliehen und sind jetzt hier im Gym. Wir müssen jetzt aus dem Gym entkommen. Wir haben jetzt hier Gegner wie den Schrotthändler, für den wir alleine schon 10 Millionen an Stärke brauchen. Und zum Fliehen brauchen wir 20 Millionen Siege, Leute. Das ist insane. Aber wir haben ja auch Eggs für 7500, woraus wir einen Orca ziehen können. Und ich würde jetzt nochmal ganz kurz hier meine Boosts aktivieren und dann einfach den Orca ziehen. 1%ige Chance, kein Problem. Let's go, wir ziehen einen arktischen Fuchs, legendär. Das zweitschlechteste Pet, trotzdem hoffentlich gar nicht schlecht. Und einen Wolf. Das schlechteste Pet. Und die haben, welche Stärke? 6,4-fachen Boost. Boah. War ein normaler Wassermagier ist besser als der. Okay, diese Müll. Warte, was? Das sind Kackpets. Hä? Ja, okay, dann will ich die gar nicht haben. Aber wir können hier ab jetzt sehr viel besser trainieren. An zum Beispiel diesen mal 15er Sandsäcken. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich auch aus dem Gym fliehen. Bis dahin, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei dem eingeblendeten Video hier vorbei. Und wir sehen uns dann nächstes Video. Ciao.